Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Edain-Tutorial. Da die von Rohan und Gondor jetzt schon ewig her sind, dachte ich mir mal, komm, machst du endlich mal weiter. Und heute steigen wir auch direkt ein mit einer bösen Fraktion, und zwar mit dem guten alten Mordor, mit der bösen Fraktion schlechthin. Wir haben viel vor, denn Mordor hat viele Features und viele Einheiten, über die wir reden müssen. Fangen wir doch erstmal ganz basic mit der Mordor-Kaserne an. Diese könnt ihr auf jedem, in jedem Lager und in jeder Festung bauen. Das entsprechende Äquivalent auf Vorposten, denn da können wir ein paar andere Gebäude bauen, ist das Orkzelt. Da könnt ihr eins zu eins dieselben Einheiten rausholen. Und wenn ihr Saurons Einfluss darauf wirkt, hat das ebenfalls dieselbe Wirkung. Zu Saurons Einfluss kommen wir zum Schluss, wenn wir die Helden erläutern. So, welche Einheiten können wir aus dem aus der normalen Ork-Kaserne rausholen? Einerseits haben wir natürlich die ganz normalen Mordor-Orks. Die kosten in Edain nichts, halten dafür aber auch absolut nichts aus. Diese können wir allerdings verstärken, indem wir hier die Fähigkeit mit den Aufsehern uns holen. Diese spawnt zwei Aufseher, und die können wir mit jeder Art von Ork-Horde kombinieren, seien es jetzt die normalen Mordor-Orks, Dol Guldur-Orks oder Minas Morgul-Orks. Was gibt uns dieser Aufseher für einen Buff? Die Inspektion ist eine passive Fähigkeit, mit der die Orks unterschiedliche Buffs bekommen. Mordor-Orks bekommen dadurch einen Buff von 50% Angriff und Rüstung. Dol Guldur-Orks einen etwas geringeren Angriffsbuff. Minas Morgul-Orks einen geringeren Rüstungsbuff. Und die Khirit Ungol Orks bekommen ebenfalls einen geringeren Rüstungsbuff, genauso wie die Morgul Orks. So, außerdem haben wir noch die stinknormalen Ork Bogenschützen. Diese können wir mit Feuerpfeilen upgraden, sofern wir das Orkzelt mit Saurons Einfluss versehen haben. Wenn nicht, können wir dieses Upgrade nicht machen. Ich glaube, dafür muss das die Ork-Kaserne bzw. das Ork-Zelt gleichzeitig auch noch auf Stufe 3 sein. Da bin ich mir aber nicht sicher. Für das Bannerträger-Upgrade brauchen wir einfach nur Stufe 2. Die Kaserne gradet ihr ab, indem ihr einfach entsprechend viele Orks rekrutiert. Genauso wie beim Trollkäfig und bei den Belagerungswerken. So, zu guter Letzt haben wir in der Ork-Kaserne natürlich auch noch stinknormale Speerträger. Die sind nicht besonders stark, sind halt aber nützlich gegen Kavallerie, aber ebenfalls auch nur in der Masse wie bei allen Ork-Einheiten von Mordor. So, einen Helden können wir in der Kaserne holen, und zwar ist das Gothmog. Gothmog hat ein paar sehr schöne Fähigkeiten. Und zwar einmal hat er die Fähigkeit Linie verstärken. Gothmog ruft 20 schwarze Orks in der Nähe einer beliebigen verbündeten Ork-Horde, die automatisch alle Feinde in der Nähe angreifen und die Stellung halten. So, die können wir, wie gesagt, auf jede Horde nutzen. Und da kommt auch schon eine zweite Horde von schwarzen Orks, die alle Gegner angreifen, die bei ihnen in der Nähe sind. Des Weiteren können wir ihn auf seinen Wag aufsteigen lassen. Seinen guten alten. Sehr schön. Außerdem haben wir einen kleinen Führerschaftsbuff. Und zwar Hauptmann der Orks. Gothmog treibt seine Orks ohne Rücksicht auf Verluste in die Schlacht. Orks in seiner Nähe verursachen 30% mehr Schaden und sind furchtresistent. Wahrscheinlich, weil sie zu viel Angst vor Gothmog selbst haben. Außerdem haben wir die Fähigkeit, schickt die Gefangenen zurück auf Stufe 7. Gothmog befiehlt seinen Katapulten, die Gefangenen zurückzuschicken. Wenn wir diese Fähigkeit nutzen, haben wir hier bei unseren Katapulten die Möglichkeit, die Munition zu wechseln. Und können somit, wenn wir jetzt hier hinschießen, die guten alten Knochenhaufen schießen, die unsere Feinde in die Flucht schlagen. Und zu guter Letzt haben wir noch die Fähigkeit Angriffsbefehl. Gothmog gibt seinen Männern Befehl zum letzten Vorstoß. Verbündete Orks und Belagerungseinheiten in der Nähe verursachen kurzzeitig plus 60% Schaden und erhalten nur noch 20% des Normalwertes an Pfeilen und Belagerungsangriffen. So, damit wären wir größtenteils auch schon mit der Ork-Kaserne fertig. Eins habe ich noch vergessen: Wenn wir eine Ork-Horde mit
dem Aufseher verknüpfen, haben wir hier auch noch die Fähigkeit Peitschenknall. Die Ork verursachen für 30 Sekunden doppelten Schaden gegen andere Infanterie, erhalten aber minus 25% Rüstung. Das Positive ist, das heißt, wir haben immer noch 25% mehr als sonst, außer halt bei Minas Morgul und Kirith Ungol Orks. So, fahren wir mal fort mit dem Trollkäfig. Im Trollkäfig können wir im Gegenzug zu zum 2 nur noch zwei verschiedene Arten von Trollen holen. Einmal den Trommler-Troll, der immer noch denselben Führerschaftsbonus hat und seine Fähigkeit Brüllen, mit der er Feinde in die Flucht schlägt. Außerdem haben wir den Gebirgstroll, der jetzt aber, sollte Sauron seinen Einfluss auf den Trollkäfig wirken, kann dieser Trollrüstungen ausbilden. So, das ist quasi eine schwere Rüstung für Trolle. Hier seht ihr sie schon. Außerdem haben wir danach, sobald diese Rüstung abgegradet ist, genau auch noch die Wahl seiner Waffe. Und zwar haben wir da als Möglichkeit einmal das Schwert, was erhöhten Einzelschaden gegen Einheiten und Helden und Monster macht. Dann eine Angriffskeule mit erhöhten Flächenschaden und den Belagerungshammer, der mehr Schaden gegen Gebäude macht. Ihr könnt immer nur eins natürlich auswählen und könnt danach bei diesem Troll nicht mehr switchen. Solltet ihr das getan haben, habt ihr danach die Fähigkeit Einreißen. Die Hammerschläge des Trolls machen für 10 Sekunden alle Gebäude, die angreifen, funktionsfähig, unfähig. Außerdem hätten wir dann auch noch Auseinandersprengen, womit die Keulenschwinger des Trolls für 10 Sekunden ein 30% größeres Gebiet abdecken. Und beim Schwert haben wir für 10 Sekunden werfen die Schwerthiebe des Trolls nicht nur feindliche Einheiten, sondern auch Helden und andere Trolle. Der Held im Trollkäfig ist Molok, der Trollkommandant, der gegen Aragorn am Schwarzen Tor gekämpft hat und auch als erstes die Flucht ergriff, als Saurons Turm einstürzte. So, als Fähigkeiten hat er einmal die Raserei. Molok verfällt für 40 Sekunden in unbändige Raserei. Alle 8 Sekunden wird die Raserei größer und Molok verursacht zusätzlich 20% Schaden. Der Maximalwert liegt bei 100% Schaden. Ja, wenn alle 8 Sekunden 20% mehr sind, 5 mal 8 ist 40, fertig. So, außerdem hat er dann noch die Fähigkeit Waffe wechseln, mit der er zwischen seinem Hammer und seinem Schwert hin und her wechselt. Das Schwert verursacht hohen Flächen- und Einheitenschaden, während der Hammer natürlich großen Schaden gegen Gebäude austeilt. Als nächstes hat er die Fähigkeit Trollsprung, die solltet ihr schon von Rogash aus ADH kennen oder von Gimli aus Sum 2. Ist nichts anderes, macht halt großen Flächenschaden. Dann hat er die Fähigkeit Erschütterer. Molok führt einen mächtigen Angriff gegen ein feindliches Gebäude, das hohen Schaden erleidet und wirkt und kurzzeitig außer Gefecht gesetzt wird. Das kann ich euch jetzt gerade leider nicht zeigen, aber während dieser Zeit kann dieses Gebäude halt keine Einheiten produzieren und genauso keine Rohstoffe. Als letzte und stärkste Fähigkeit von ihm haben wir die Fähigkeit ich glaube drei waren es. Ja, drei Trolle, die gepanzert sind, zu rufen. Sie haben Keulen, wenn er sein Schwert ausgerüstet hat, haben sie Keulen. Wenn er seine Hammer ausgewählt hat, haben sie selber auch Hämmer. Okay, so viel schon zum Trollkäfig. Dann kommen wir als nächstes zu den Belagerungswerken. In diesen können wir die ganz normalen Mordor rammbauen. Die haben halt nicht viel Leben, machen hohen Gebäudeschaden, kosten nicht viel und auch nicht viel Kommandopunkte. Als nächstes haben wir die Katapulte, ja, die machen halt großen Gebäudeschaden auf große Reichweite. Dann sollten wir Saurons Einfluss auf die Belagerungswerke wirken, haben wir das Trollkatapult, was größere Reichweite hat als die normalen Katapulte und auch höheren Schaden austeilt. Und zu guter Letzt, für Festungsbelagerungen haben wir den Belagerungsturm. Den würde ich euch zwar nicht unbedingt empfehlen, aber wer unbedingt dro Bock drauf hat, kann das gerne machen. Es ist bestimmt eine sehr gute Option, um seinen Gegner ein bisschen zu nerven. Also. Zu Grond kommen wir erst ganz zum Schluss, wenn wir die Fähigkeiten erklären. Als nächstes kommen wir jetzt doch mal zu unseren Rohstoffgebäuden. Einmal haben wir da die Waffenkammer bzw. das Waffenlager und als Alternative den Tributposten. Das Waffenlager senkt die Kosten für Belagerungswaffen und Einheiten-Upgrades.
Ich baue die eher selten, weil die Upgrades für die Trolle sind nicht besonders teuer. Und meine Orks, wozu sollte ich die ausrüsten, außer mit Bannerträgern? Und Bannerträger sind sowieso auch nicht teuer. Belagerungsmaschinen mache ich sowieso nur, wenn ich auf Festungsmaps bin. Da nutze ich dann doch lieber die Tributposten, welche uns die Aufladezeit für unsere Schicksalskräfte, also unsere Spellbook-Fähigkeiten verringert. Denn die Spells von Mordor sind durchaus extrem stark. Als letztes Gebäude im Lager können wir natürlich noch den Kampfturm bauen. Ja, zu dem braucht man nicht groß was sagen. Auf den Verteidigungsanlagen der Festung können wir einmal ein Sanimel-Banner bauen, welches einmal die Fähigkeit gibt, also die Rekrutierungsgeschwindigkeit von Einheiten in den Ausbildungsgebäuden verringert. Das heißt, es ist praktisch, wenn ihr das zwischen zwei Ausbildungsgebäuden, so wie es hier gemacht ist, platziert, weil dann werden diese natürlich gleichzeitig ja, gebufft. Als Alternative zum Sammelbanner haben wir auf den Verteidigungsanlagen der Lager oder Festungen, weil auch die Festung hat keine Mauer, haben wir da ebenfalls die Möglichkeit, Pfeiltürme hinzubauen. Okay, so viel dazu. Kommen wir jetzt zu unseren Siedlungsbauplätzen. Einmal haben wir da die Möglichkeit, das Schlachthaus zu machen, was uns die Kosten für Monster bzw. Trolle verringert. Und alternativ haben wir hier die Ork-Farm, welche dasselbe für Ork-Kosten macht. Was sich halt eigentlich nur auf die Bogenschützen und die Speerträger auswirkt und die Kirith-Ungol-Orks. Die Kirith-Ungol-Kaserne ist nämlich das dritte und letzte Gebäude, was wir auf der Siedlung bauen können. Da können wir schwarze Uruks aus Kirith-Ungol rufen und Kirith-Ungol-Orks, also Ork-Hellebardiere, sofern wir Saurons Einfluss auf diese Kaserne wirken. Diese schwarzen Uruks sind sehr stark, halten recht viel aus, machen recht viel Schaden und das Beste ist, die fressen keine Kommandopunkte. Sie sind recht teuer dafür. Ich glaube, die Schwertkämpfer waren 500 und die Bogenschützen waren 600 Ressourcen, aber ich finde, das ist das Ganze definitiv wert. Außerdem haben beide noch eine passive Fähigkeit. Reißende Waffen. Die Angriffe der schwarzen Uruks sind besonders effektiv gegen Feinde mit schwerer Rüstung. Das heißt, sie machen da extra Schaden. Und die Hakenpfeile der schwarzen Uruk-Bogenschützen beißen tief ins Fleisch und senken den Schaden getroffener Einheiten. Den Schaden? Ja, den Schaden getroffener Einheiten kurzzeitig um 50%. Das heißt, wenn ihr diese drei Buds, die ihr maximal bauen könnt, mit dabei habt, ist das definitiv gut. Einmal großflächig angreifen lassen, die Uruks, ihr habt damit definitiv geringere Probleme. Und wenn ihr dann auch noch auf gerüstete Einheiten trefft, könnt ihr auch noch die schwarzen die schwarzen Uruk-Krieger von Kirith-Ungol vorschicken. Als letztes haben wir hier in der Kirith-Ungol-Kaserne dann noch die Ork-Hellebardiere. Diese haben als Stärken alles, also alle Einheiten, also sie sind stark gegen alle Einheiten, Infanterien, Bogenschützen, Kavallerien, Monster, alles. Sie sind gleichzeitig Nahkämpfer, also ja, Schwertkämpfer, genauso Piken und, ja gut, Bogenschützen sind sie nicht. Sie haben die Stachelschweinformation als aktive Fähigkeit und als passive Fähigkeit haben sie die Hellebardenklingen. Die Hellebarden sind gleichermaßen effektiv gegen Infanterie, Monster und Kavallerie. So viel zu der Kirith-Ungol-Kaserne. Kommen wir nun zu unseren beiden Vorposten, die wir hier haben. Einmal haben wir da den Minas Morgul Vorposten. Da haben wir Zugriff auf die Minas Morgul Orks, die ja, verglichen zu den normalen Mordor Orks eine verstärkte Verteidigung haben und ich glaube und gleichzeitig furchtlos sind. Das heißt, sie können nicht durch zum Beispiel einen gegnerischen Trommler-Troll in die Flucht geschlagen werden oder sonstiges. Sie greifen weiter an. Diese sind ebenfalls kostenlos wie die normalen Mordor-Orks. Ganz im Gegensatz zu den Bogenschützen und Speerträgern. Auch diese haben schwere Rüstungen und sind furchtlos jeweils. Und die Bogenschützen können natürlich mit Feuerpfeilen ausgestattet werden. So.
haben wir nu, nun haben wir in der Minas Morgul-Zitadelle noch den Zugang zu einer heroischen Einheit, und zwar den Morgul-Reitern. Die Morgul-Reiter sind eine recht starke Kavallerieeinheit, die sich aber auch einiges kosten lassen. 1600 Rohstoffe kosten sie und 120 Kommandopunkte. Ist ganz schön happig, aber ihr werdet gleich sehen, warum. Einerseits sind sie extrem stark, andererseits haben sie auch noch zwei recht nützliche Fähigkeiten. Einmal die Vorhut Minas Morguls. Die Ritter von Minas Morgul verlieren 40% weniger Wucht, wenn sie Feinde niedertrampeln, die bereits durch die Gegenwart eines Ringgeists geschwächt sind. Das heißt, wenn ihr diese mit einem Ringgeist rumschickt, wie zum Beispiel dem Hexenkönig, dann könnt ihr die Ringgeister sind, glaube ich, sogar ein kleines bisschen schneller, und die Fähigkeit Höllenfratze von denen wirkt ja ein bisschen im Voraus. Das heißt, wenn die mit einem Ringgeist rumreiten, dann können sie weiter in die feindlichen Einheiten vordringen durch ihr Niedertrampeln. Als nächstes haben sie dann noch die Fähigkeit Ewige Knechtschaft ab Stufe 6. Nach ihrem Tod kehren die Ritter von Minas Morgul als Geister der Schattenwelt zurück. Dafür müsste ich zwar jetzt eins leveln. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert mit dem Rang. Ich glaube nicht. Ja gut, die Geister der Schattenwelt kann ich euch gleich auch anders erklären. Nee, schade. Ich kann es euch leider nicht zeigen. Egal. Als Helden in Minas Morgul können wir den Hexenkönig beschwören für 2000 Ressourcen. Wie viele Kommandopunkte er braucht, weiß ich gerade gar nicht. Aber er hat die Fähigkeiten Auf- und Absteigen, Höllenfratze, welche einen Debuff gegen alle Gegner macht und die gleichzeitig auch noch alle Führerschaften verlieren. Der Debuff beträgt 10% Schaden und weitere 10% Rüstung. Feindliche Helden in der Umgebung verursachen minus 15% Schaden und haben minus 15% Rüstung, also ist stärker gegen, also der Debuff ist stärker gegen Helden. Und wenn noch weitere Ringgeister, wie zum Beispiel der Schattenfürst oder der dunkle Marschall oder Camo in der Nähe sind, erhöht sich dieser Debuff um weitere minus 5%. Als nächstes haben wir die Fähigkeit Kreischen, die sollte sich von selbst erklären, kann man schon aus allen Summteilen. Das schlägt halt Feinde in die Flucht. Und dann haben wir noch die Fähigkeit Morgulklinge. Diese Morgulklinge ist ganz nützlich. Kann ich euch einmal kurz zeigen. Wir lassen den Hexenkönig mal nach hier unten reiten. Die meisten der Nazgul haben diese Fähigkeit. Sie funktioniert bei allen gleich. Wir nutzen sie auf einen Gegner, auf ein Einzelziel. Zack. Da haben wir ihn. So, dadurch wird dieser Morgulgeist gespawnt. Sollten wir nun mit Sauron seinen Einfluss auf die Minas Morgul-Festung wirken, haben wir hier die Fähigkeit Seeleknechten freigeschaltet. Der Geist des Schattenreiches wird geknechtet und an die irdische Welt gebunden. Weder tot noch lebendig werden sie zu Morgul-Schatten, die Einblick in die Seelenabgründe anderer Wesen gewinnen können. Genau, das können wir einmal machen. Zack, und schon haben wir hier einen hübschen Morgul-Schatten. Aktiv in einem Kampf ausprobiert habe ich sie bisher noch nicht, aber nur auf Special Maps, aber da waren die auch noch ein bisschen überarbeitet, deswegen kann ich nicht unbedingt sagen, ob die extrem stark sind oder so. Ich schätze schon, weil man eben Saurons Einfluss extra darauf wirken muss, aber genau sagen kann ich es euch eben nicht. Das Leben der Morgelschatten ist gebunden an den Willen der Ringgeister. Verliert der Morgelschatten an Leben, so wird dieser auf in der Nähe befindliche Nazgul übertragen. Das heißt, sie sind im Prinzip auch gleichzeitig noch recht gute Heals für unsere Nazgul, wenn wir sie zusammen mit denen in den Kampf schicken. Die letzte Fähigkeit des Hexenkönigs sind die Insignien des Morgelfürsten. Diese schalten wir durch einen Spell frei. Den erkläre ich aber erst gegen Ende des Videos. So, Minas Morgul hat noch eine passive Fähigkeit, die dauerhaft natürlich wirkt. Feindliche Einheiten in der Umgebung verursachen 15% weniger Schaden, besitzen 15% weniger Rüstung und werden enttarnt. Deswegen hört ihr die ganze Zeit auch, dass Gollum entdeckt wurde, weil der hier ab und zu mal an Minas Morgul vorbeirennt. So.
Als nächstes kommen wir zum zweiten Vorposten, den wir bauen können, und zwar ist das Dol Guldur. Die Dol Guldur Festung für ebenfalls 2500 Rohstoffe. Diese hat die passive Fähigkeit, feindliche Einheiten in der Umgebung Giftschaden erleiden zu lassen, und sie werden natürlich ebenfalls wie bei der Morgenfestung enttarnt. Dann, welche Einheiten können wir in der Dol Guldur Festung beschwören? Einmal haben wir da die Dol Guldur Ork-Krieger, die als Nebenfähigkeit ein Giftwaffen haben, wodurch sie doppelt so viel Schaden wie gewöhnliche Orks verursachen. Deswegen ist ihr Buff durch die Aufseher auch beim Schaden geringer. Sie haben genauso viel Leben bzw. Rüstung, aber machen halt doppelt so viel Schaden, was halt schon praktisch ist. Dasselbe gilt natürlich auch für die Speerträger und die Schützen. Diese sind die einzigen Schützen, abgesehen von den schwarzen Uruk-Schützen, die keine Feuerpfeile hier ausrüsten können. Das ist aber auch unnütz, weil sie machen doppelt so viel Schaden, sie machen durch die Giftwaffen doppelt so viel Schaden und auch Schaden auf Zeit. Ja, auf dieser Map kann es echt, da gibt es glaube ich sogar fünfmal Kolumn. Es geht teilweise ein bisschen auf den Sack, wenn die ganze Zeit hier um Minas Morgul rumrennen. So, als nächstes haben wir die Möglichkeit, auf Spinnen zuzugreifen. Die riesigen Spinnen, die in den hohen Ästen hausen, sind die wichtigsten unter den vielen unheimlichen Kreaturen, die den Düsterwald heimsuchen. Riesige und aufgedunsene Kreaturen mit einem dunklen Intellekt und Heißhunger auf Blut. Ja, ihre Stärken sind Kavallerien. Sie sind extrem schnell. Das heißt, sie können tatsächlich auch mit Kavallerien mithalten und diese von hinten recht gut wegmachen. Ihre passive Fähigkeit ist die Spinnenpräsenz. Attackiere Kavallerieeinheiten besitzen 25% weniger Geschwindigkeit und Angriff. Das heißt, sollten die Spinnen einmal an die Kavallerie rankommen, entkommt die nicht mehr. Es sei denn, es sind entsprechend viele. Oder ihnen kommt irgendwas zu Hilfe. Wenn wir Saurons Einfluss auf Dol Guldur wirken, haben wir gleichzeitig auch noch die Möglichkeit, diese Spinnen kostenlos zu haben. Moment, mache ich einmal direkt. Das hatte ich jetzt im Vorfeld nicht gemacht, tatsächlich. Na komm. Ja, weil, wie ihr seht, die Düsterwaldspinnen sind absolut, sind ab sofort kostenlos. Ja, Gollum ist da, ich weiß, aber welcher von ihnen? Als letztes haben wir in Dol Guldur für 1100 Rohstoffkosten auch noch die Möglichkeit, die Kastellane zu rufen. Drei Bats können wir davon rufen, genauso wie von den Reitern. Und es sind recht starke Infanterien. Fünfer Bats kommen sie an. Die haben die Fähigkeit schleichende Verderbnis. Die Kastellane entziehen dem Boden unter sich jegliche Lebensenergie. Die Kastellane können verdorbenem Boden keine Lebensenergie mehr entziehen. Das heißt, wenn wir einmal hier diese Fähigkeit nutzen, kann das Bat hier hinter diese Fähigkeit nicht noch weiter entziehen. Also anscheinend. Hä? Jetzt ging's doch. Egal. Sollten wir diese Fähigkeit einsetzen, schalten wir die Fähigkeit Wille Dol Guldurs frei. Die Kastellane lassen die Lebensenergie frei. Für 20 Sekunden besitzen sie 50% mehr Rüstung und Angriff. Machen wir doch direkt einmal. Damit haben sie hier dieses rote Ding. Dieses rote, komische, whatever. Was eben zeigt, sie haben gerade eben 50% mehr Schaden und 25% mehr Angriff. So, als nächstes haben sie auf Stufe 5 die Fähigkeit Bann des Nekromanten. Die Kastellanen sind immun gegen jede Art von Magie, Gift und Elementarschaden. Das heißt, sie sind extrem stark gegen so Helden wie Gandalf oder Saruman oder die Avatare von Imladris. Gut, so viel zu den Gebäuden. Ich erkläre noch einmal kurz den normalen Vorposten. In dem normalen Vorposten haben wir Zugriff auf alle Helden, auf die wir natürlich auch in den Lagern und Festungen Zugriff haben, aber nur auf weniger Gebäude als sonst. Wir haben die Rohstoffgebäude von den Siedlungen tatsächlich, also Schlachthaus und die Sklavenfarm statt dem Waffenlager und dem Tributposten, dann das Orkzelt statt der Ork-Kaserne und ja, der Treukäfig und die Belagerungshacke sind gleich geblieben. Zu guter Letzt kommen wir noch mal kurz zu den Festungsanbauten, bevor wir uns den restlichen Helden widmen. Oh, ich habe Camul vergessen. Entschuldigung. Camul hat natürlich ebenfalls die Höllenfratze, die genau dasselbe, die fast genau dasselbe wirkt wie beim Hexenkönig. Nur der Debuff gegen die Helden ist nicht vorhanden.
Außerdem hat er die Fähigkeit Drohung der Nazgul. Kamul versetzt die Bewohner eines feindlichen Gebäudes in Angst und Schrecken und zwingt sie dadurch, dem dunklen Herrscher den Dienst zu erweisen. Dieses Gebäude wird für 60 Sekunden außer Gefecht gesetzt, das heißt, es kann nichts rekrutiert werden, es produziert keine Rohstoffe und es ist quasi ein Scout-Gebäude für uns. Wenn wir das also auf eine Siedlung vom Feind machen, können wir beeinträchtigen wir damit für kurze Zeit seine Rohstoffproduktion und können sehen, was er da in der Nähe macht. Die Fähigkeit Morgenklinge hat er genauso wie der Hexenkönig. Diese macht genau dasselbe wie bei ihm. So, welche Festungsanbauten haben wir? Haben wir auch nur bei der Festung und auch nur vier Stück rundherum. Einmal haben wir da die Katapulte. Die Torwächtererweiterung, die macht auch dasselbe wie in Zone 2. Einheiten in der Nähe werden in die Flucht geschlagen in regelmäßigen Abständen. Und zu guter Letzt halt die Barrikadenerweiterung, die sich selbst erklären sollte. Gut, jetzt haben wir nur noch die Helden übrig, die wir in der Festung rekrutieren können. Einmal haben wir da die Scharen Nazgul, also fünf Nazgul auf einmal als ein einziger Held. Sie sind nicht besonders stark, muss ich direkt vorneweg sagen, aber sie sind praktisch für eine Aufgabe, die man erledigen kann, um Sauron ein Level abzubringen. Sie haben die Fähigkeit Höllenfratze. Die wir auch schon kennen, die Fähigkeit Morgulklinge und Kreischen. Diese drei kennen wir ebenfalls schon für den anderen Nazgul. Haben sie noch den schwarzen Anhauch. Der schwarze Anhauch der Nazgul zerrt am Leben ihrer Feinde. Solange die Fähigkeit aktiv ist, werden alle feindlichen Einheiten, die sich in ihrer Nähe befinden, vergiftet. Was natürlich sehr praktisch ist. Als Scouthelden von Mordor haben wir Shakrat bzw. Gorbak. Der hat als erste Fähigkeit natürlich, dass er sich nach einer Weile in Shakrat verwandeln kann. Diese Fähigkeit muss aber immer wieder aufladen, wie jede andere auch. Deshalb werde ich sie jetzt noch nicht einsetzen. Dann haben wir Gorbaks Schnüffler. Gorbak lässt einen Orkschnüffler aus Khirit Ungol am ausgewählten Gebäude Mordors erscheinen. Der Orkschnüffler kann kontrolliert werden, besitzt hohe Sichtweite und enttarnt unsichtbare Einheiten in seiner Umgebung. Ihr merkt schon nach und nach, Mordor ist ziemlich darauf ausgelegt, ja, Gollum zu finden. Sei es jetzt mit Fähigkeiten der Helden, sei es mit Gebäuden, was auch immer. Gollum ist vor Mordor nicht gefeit. Als nächstes haben wir die Fähigkeit Gier, die hat er auch mit Shakrat gemein. Gorbaks unersättliche Gier treibt ihn vorwärts. Kurzzeitig erlangt er 10% zehn Ressourcen, wenn er feindliche Gebäude attackiert. Das heißt, es ist einfach ein ganz normaler Plünderer für ihn, für Gebäude. Außerdem haben wir dann noch die Fähigkeit Zwanghafte Zusammenarbeit, mit der Shakrat kurzzeitig aufs Schlachtfeld gerufen wird. Shakrat hat dieselbe Fähigkeit, die ruft dann eben Gorbak aufs Feld. Dieser Beschworene hat allerdings keine Fähigkeiten zur Verfügung. Dann haben wir noch die Fähigkeit Ork-Garnison. Gorbak ruft kurzzeitig eine Horde Orks aus Khirit Ungol zur Unterstützung. Ja. Und wie ihr seht, ab und zu prügeln sich die beiden auch, aber im Gegensatz zu Age of the Ring machen die sich dabei keinen Schaden, Gott sei Dank. So, diese Fähigkeit können wir auch wieder so wirken. Da haben wir eine Horde aus Khirit Ungol und zwar die Khirit Ungol Helebardiere. Dann wechseln wir einmal auf Shakrat. Shakrat hat als Fähigkeit die Wächter Shakrats. Er lässt drei schwarze Uruks das ausgewählte Gebäude Mordors beschützen. Ein Gebäude kann nur maximal von drei schwarzen Uruks beschützt werden. Ja, also man kann es nur einmal auf jedes Gebäude wirken, aber nicht auf alle Gebäude. Tol Un-Gauroth und Zitadellen können nicht genutzt werden. Zu Tol Un-Gauroth kommen wir später erst noch. Als Zehner-Fähigkeit hat er die Uruk-Garnison. Er ruft kurzzeitig eine Horde schwarze Uruks zur Unterstützung, eben als Gegenstück zu Gorbaks Fähigkeit. Gier ist fast genauso. Er verursacht kurzzeitig Flächenschaden und erbeutet 5 Ressourcen, wenn er feindliche Einheiten attackiert, also wenn er sich angreift. Was schon mal besser ist als bei Gorbak, weil Einheiten greifst du tendenziell schneller an als Gebäude, vor allem wenn du Flächenschaden hast.
So, als nächstes kommen wir mal zum Schattenfürsten. Der Schattenfürst hat nur zwei Fähigkeiten, abgesehen hier von dem Ringjäger und der Robe des Schattenfürsten, und zwar die Höllenfratze und die Morgenklinge, die wir bereits kennen. Genauso beim dunklen Marschall, der hat aber abgesehen von der, im Gegenzug zur Morgelklinge, das Kreischen. So. Dann haben wir noch Saurons Mund. Saurons Mund hat die Fähigkeit, hat natürlich genauso wie alle anderen Nazgul auch auf- und absteigen. Dann seine Fähigkeit Morgul-Hexerei, die ist allerdings nicht auf dem Pferd verfügbar. Er nutzt schwarze Magie, um seine Feinde zu vernichten. Das kann ich euch einmal kurz zeigen. Wir schicken ihn mal hier hin zu den Einheiten, die da vom Map-Ersteller freundlicherweise platziert wurden. So, da hat was von Gandalfs Blitzschwert. Außerdem hat er noch die Fähigkeiten Dunkler Schleier. Saurons Mund umwebt ein Gebäude mit einem dunklen Schleier, der die Sinne feindlicher Einheiten täuscht. Feinde in der Nähe des Gebäudes verfallen in Wahn und bekämpfen Verbündete. Das heißt, die bekämpfen sich einfach gegenseitig und fertig. Dann hat er noch die Fähigkeit Böses Auge. Er bündelt einen mächtigen Lichtstrahl, der ausgewählte Gegner vernichtet. Das machen wir dann auch direkt mal. Hat auch was von Gandalfs Licht der Istari. So viel dazu. Allerdings hat Saurons Mund auch noch die Fähigkeit, zwischen zwei Palantiri hin und her zu wechseln. Auf den zweiten, einen Moment. Auf dem zweiten hat er die Fähigkeit, hat er seine Sprechfähigkeiten, also seine gewandten Worte. Einmal hat er die Worte der Verblendung. Der Mund blendet seine Feinde mit verlogenen Worten. Feinde im Zielgebiet erhalten kurzzeitig halbe Sichtweite und Reichweite. Betrifft auch Belagerungsmaschinen, aber keine Monster. Das heißt, Spinnen und Trolle sind davon ausgeschlossen. So, zum Beispiel genauso Ents. Kann recht nützlich sein, vor allem wenn der Feind hauptsächlich Bogenschützen hat. Als nächstes haben wir die Worte des Zweifels. Die intriganten Worte des Mundes machen Feinden das Herz schwer und rauben ihnen die Kraft. Feinde im Zielgebiet sind nur noch halb so schnell. Kavallerie verlangsamt zudem beim Überreiten doppelt so sehr. Was auch sehr nützlich sein kann, wenn man eben verhindern will, dass Gegner abhauen oder dass sie allzu schnell auf dich zurennen. Wenn man selber da zum Beispiel noch dabei ist, seine Armee ranzuziehen. Da kann man Saurons Mund natürlich recht gut vorschicken und die Gegner damit ausbremsen ein bisschen. Als nächstes hat er die Worte des Elends. Die Worte des Mundes führen feindlichen Helden die Ausweglosigkeit ihrer Lage vor Augen und nehmen ihnen somit den Mut zu kämpfen. Helden im Zielgebiet verursachen für die Dauer der Fähigkeit nur halben Schaden. Als nächstes haben wir die Worte der Zwietracht. Saurons Mund sät Zwietracht unter seinen Feinden, hetzt die gewählten Feinde gegeneinander auf. Gut, die Fähigkeit ist so ähnlich wie die erste. Nee, nicht die erste, sondern Ist hier einer in diesem Haufen, Moment. der ermächtigt ist, mit mir Genau, zu der verhandeln? dunkle Schleier war es. Ist ganz ähnlich, aber ich glaube, die funktioniert ein bisschen besser. Okay, kommen wir jetzt noch zu Mordors letzten und zentralen Helden. Sauron selbst, beziehungsweise in seiner Form des Nekromanten für 1600 Rohstoffe. Ich glaube tatsächlich auch für 30 Kommandopunkte, da bin ich mir aber gerade nicht sicher. So, warum ist Sauron der zentrale Charakter von Mordor, abgesehen mal davon, dass er natürlich deren Herrscher ist? Wie ihr hier unten in der Leiste bestimmt die ganze Zeit schon gesehen habt, sind meine Nazgûl auf Stufe 0. Das gehört sich tatsächlich auch genauso Saurons Mund. Das gehört sich tatsächlich so, denn Sauron levelt im Gegenzug zu ihnen. Sauron levelt aber nicht normal. Nein, weil das wäre ja zu einfach. Um Sauron zu leveln, müssen wir den Machtausbau, also haben wir Machtausbauaufgaben zu erledigen. Die können recht leicht zu erledigen sein, wie zum Beispiel die Aufgabe zum Machtausbau: rekrutiere einen Ringgeist. Oder besetze einen Bauposten. Da ist es, bei der ist es, bei den beiden ist es wirklich vollkommen egal, welchen wir machen. Also ob es jetzt Dol Guldur ist, Minas Morgul oder ein normaler Vorposten. Genauso ob es der Schattenfürst ist, Camul, der Hexenkönig oder der dunkle Marschall. Genau dasselbe haben wir hier unten auch nochmal bei der Einheit aus Kirith Ungol. Deswegen sind diese drei Aufgaben, die ich euch in PvP sehr ans Herz lege,
die gehen recht schnell, genauso wie die Fähigkeit besitze 6 Aufseher auf dem Schlachtfeld. Die Aufseherfähigkeit könnt ihr euch recht zu Anfang, also direkt zum Anfang holen. Saurons Auge würde ich euch wegen zwei Sachen nicht empfehlen, denn es revealt natürlich auch direkt, welches Volk ihr seid. Und zwar unmissverständlich, welches Volk ihr seid. Deshalb, da die Aufseher beim dritten Einsatz dann halt auch, ja, einfach ein Level für Sauron geben, kann ich euch das nur empfehlen, das so rumzumachen. Vor allem, weil ihr die Aufladegeschwindigkeit ja auch mit euren Tributposten noch erhöhen könnt. Ich kann hier mal gleich mal noch ein paar bauen. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. So. Okay. Als nächste Fähigkeit haben wir einmal die Belagerungswerkstatt auf Stufe 3. Dafür kann ich euch empfehlen, baut Katapulte. Denn das erste Katapult bringt euch direkt auf Stufe 2. Und die nächsten drei bringen euch dann auf Stufe 3 hoch. Wenn keine Katapulte, wie zum Beispiel auf Jans Server, erlaubt sind, könnt ihr das natürlich auch mit Rammen machen. Das kann ich euch aber nicht empfehlen, weil das dauert ewig. Ihr braucht dafür zigtausend Rammen. Was ich mir auch denken kann, ist, dass Grund ist die Belagerungswerkstatt direkt auf Stufe 3 upgradet. Aber das weiß ich nicht so genau. Und ich glaube, ein Trollkatapult bringt sogar fast ein Level jeweils. So, welche Aufgabe kann ich euch als nächstes noch empfehlen? Da haben wir hier den Rekrutiere einen Trupp Kastellane von Dol Guldur oder Ritter von Minas Morgul. Das ist natürlich ebenfalls sehr einfach zu machen, wenn ihr eh schon einen Vorposten bebaut habt. Macht einfach Dol Guldur oder Minas Morgul, welches von beiden ihr lieber spielt. Und holt euch dann entweder die Morgul-Reiter oder die Kastellane. Die könnt ihr direkt danach wieder vernichten. Das ist völlig egal, wenn ihr die nicht gerne spielt. Aber wichtig ist halt, dass ihr mit Sauron auf das Level kommt. So, und jetzt sind wir mit Sauron schon auf Stufe 7. Wie können wir weitermachen? Als nächstes hätten wir natürlich einmal die Option, alle neuen Ringgeister zu rekrutieren. Das ist natürlich sehr anstrengend, weil ihr dafür zwei Vorposten haben müsst und extrem viel Geld ausgeben müsst. Weil Camul kostet 2000, der Hexenkönig kostet 2500, die Schwarzen Reiter kosten 2000, der Schattenfürst kostet 1600 und der Dunkle Marschall kostet 1600. Also es ist sehr kostspielig dafür, dass es nur ein Level gibt. Und ihr während der ganzen Zeit immer noch zwei Vorposten halten müsst gegen eure Gegner. Gegen Bots ist es natürlich einfach zu machen, aber ich würde es euch nicht empfehlen, weil es einfach viel zu lange dauert. Und bei Mordor geht es hauptsächlich darum, Sauron möglichst schnell zu leveln. Okay, welche Aufgabe könnt ihr noch am besten abschließen? Da habt ihr nämlich einmal hier die Aufgabe, besitze einen Ork-Trupp, der seine höchste Stufe erreicht hat. Die ist natürlich sehr einfach zu machen. Ihr schnappt euch einfach einen Ork-Trupp, der nicht von einem Aufseher beaufsichtigt wird. Wichtig dazu, es müssen entweder Speerträger oder normale Ork-Krieger sein. Bogenschützen haben da keinen Bock drauf. Und dann nutzt ihr die Fähigkeit Blutrünstig, greift ein anderes Ork-Bataillon an. Da ist es tatsächlich egal, ob die durch Aufseher beeinflusst werden. Mit jedem Ork, das sollte man jetzt normalerweise eigentlich sehen, ah, jetzt seht ihr es, der durch diese Fähigkeit getötet wird, erhält der Trupp Erfahrungspunkte. Ich glaube, drei, vier Trupps müsst ihr verfüttern, damit sie auf Stufe 5 aufsteigen und ihr somit diese Aufgabe abgeschlossen habt und ein weiteres Level für Sauron bekommt. Da euch diese Aufgabe nichts als ein paar Kommandopunkte zwischenzeitlich kostet, ist es echt empfehlenswert, wenn ihr einfach die normalen Mordor-Orks macht. Ihr könnt das, wie gesagt, mit jeder Ork-Einheit machen, sei es jetzt die helle Badire. Dachte ich eigentlich, dass die das können. Naja, egal, dann können sie es halt nicht. Sei es jetzt von Dol Guldur die Krieger oder Speerträger, sei es die von Minas Morgul, wie ihr eben schon gesehen habt, oder halt die von Mordor. Das ist völlig egal, Hauptsache es sind Krieger oder Speerträger. Und ich glaube, ihr könnt die dann sogar auch auf Bogenschützen schieben. Ja, ihr könnt sie auch auf Bogenschützen schicken, also go for it. Als nächstes kann ich euch empfehlen, die Aufgabe kontrolliere 4 Trolle. Diese Aufgabe ist natürlich auch schnell gemacht. Wenn ihr genug Schlachthäuser baut, können die Trolle bis zu 600
80 Rohstoffe kosten, was dann doch recht schnell geht. Beginnen tun sie, glaube ich, mit 800. Das ist natürlich schon, das tut natürlich schon weh, aber Trolle sind auch recht starke Einheiten in Edain. Als nächste Fähigkeit, die funktioniert bei mir, also als nächste Aufgabe, die funktioniert bei mir tatsächlich nicht immer. Ab und zu tut sie das, aber irgendwie nicht immer. Das ist bei mir sehr verbuggt. Trotzdem ist es recht einfach, wenn ihr eh schon die Trolle gemacht habt. Macht einfach Saurons Einfluss auf den Trollkäfig und rüstet diese 4 Trolle mit den Kampfrüstungen aus. Dann habt ihr auch schon wieder das nächste Level für Sauron. Kommen wir nun zu den letzten drei Aufgaben, die ihr noch abschließen müsst. Einmal hätten wir da die 20 Ork-Horden. Das kostet euch natürlich extrem viele Kommandopunkte. Mindestens 1200, wenn ihr nur Ork-Krieger und wenn ihr nur Ork-Krieger macht, Hellebardiere kosten schon wieder mehr. Beziehungsweise Pikeniere und Bogenschützen sowieso. Also kosten schon wieder mehr Kommandopunkte. Und als letzte Aufgabe hättet ihr dann noch, dass ihr entweder mit Gothmog oder mit Moloch auf Stufe 5 aufsteigen müsst. Die haben wir jetzt natürlich schon abgeschlossen. So, kommen wir jetzt zu dem, was Sauron eigentlich kann als Fähigkeiten. Einmal hat er natürlich generell die Fähigkeit Sklaven seines Willens. Der Nekromant kann durch seine verschiedenen Machtausbauaufgaben hochgestuft werden. Diese Fähigkeit sagt im Prinzip nur aus, dass das Level des Nekromanten, das Level der Nazgul an das Level des Nekromanten gebunden ist und fertig. Als nächstes hat er die Fähigkeit Schattenschritt. Mit dieser kann er sich über einen halbwegs großen Bereich extrem schnell fortbewegen. Zack. Dann haben wir den Machtausbau. Diesen können wir auf fast jedes Gebäude von Mordor wirken. Die Auswirkungen habe ich euch jetzt nach und nach schon erklärt. Jetzt ist aber die Frage, wie machen wir unsere Rohstoff-Upgrades? Die Rohstoff-Upgrades, wie ihr gerade eben gesehen habt, machen wir, indem wir Saurons Einfluss auf das Waffenlager und den Tributposten macht. Waffenlager ist zum Beispiel Stufe 1, Tributposten Stufe 2. In welcher Reihenfolge ihr das macht, ist scheißegal. Genauso bei der Sklavenfarm und dem Schlachthaus müsst ihr ebenfalls dasselbe machen, um eben dann auch noch eure Siedlerwerkzeuge zu bekommen. So, mehr macht das nicht. Also mehr bewirkt das auf den Gebäuden nicht. Bei der Kaserne bewirkt es, dass Feuerpfeile erforscht werden können. Bei dem Trollkäfig können die Trollrüstungen ausgerüstet werden. Bei den Belagerungswerken können Trollkatapulte gebaut werden. Die großen Kampftürme erhalten eine verstärkte Garnison. Bei Minas Morgul können eben die Geister der Schattenwelt, die wir durch die Morgulklinge hervorrufen, geknechtet werden und zu Morgulschatten gemacht werden, zu dem Frodo ja auch fast geworden wäre. Bei Dol Guldur werden die Spinnen kostenlos, was ihr vorhin schon einmal kurz gesehen habt. Und bei der Kirith Ungol Kaserne können die Hellebardiere dann rekrutiert werden. Als nächste Fähigkeit haben wir die dunklen Schwaden. Der Nekromant beschwört für 30 Sekunden eine dunkle Wolke im Zielgebiet. Alle feindlichen und verbündeten Einheiten in ihrem Radius erhalten minus 50% Rüstung. Was bei Orks ja scheißegal ist, weil die halten eh nichts aus. Ab Stufe 10 übrigens, wie ihr da auch schon seht, nee, ab Stufe 7 werden gleichzeitig drei Grabunholde in der Mitte erschaffen. Ab Stufe 10 können wir diese Wolke bewegen, geringfügig. Also sie ist sehr langsam und verschwindet auch recht schnell wieder, aber wir können sie bewegen. Als letzte Fähigkeit auf Stufe 7 haben wir die Macht der Verdammten. Diese können wir auf unsere eigenen Einheiten wirken, womit diese dann die nekromantische Macht in sich tragen und unseren Feinden und nach ihrem Tod nahen Feinden schadet. Das heißt, werden sie getötet, kriegen unsere Feinde auch noch Schaden dadurch. So, kommen wir nun zu den verschiedenen, nennen wir es mal, Stellungen vom Nekromanten, denn er hat noch eine zweite, und zwar die Feuerform. Mit der Feuerform können wir einmal eine Eruption erschaffen. Dazu rennen wir mal mit dem Nekromanten nach unten.
Feinde, die direkt in seiner Nähe stehen, in dieser Feuerform, erhalten dauerhaft Schaden. Also, ja, geht mit euren Einheiten einfach nicht nah an den Nekromanten ran. Es ist nicht viel Schaden, was sie bekommen, aber es kann durchaus nervig sein. Teilweise muss er echt nah ran, um seine Eruption zu nutzen. So, jetzt. Zack. Die fliegen einfach nur weg. Es macht nicht viel Schaden, aber es kann sehr nützlich sein, um so ein paar Gegner aufzuwirbeln, wodurch ihr einfach mit euren Einheiten schneller rankommt oder euch einen besseren Stand verschaffen könnt. Als nächste Fähigkeit haben wir das glühende Gefängnis. Die Erde um Sauron beginnt zu brennen. Nach kurzer Zeit werden alle Helden auf dem brennenden Boden festgehalten und können sich für 50 Sekunden nicht mehr bewegen, was auch sehr praktisch sein kann, wenn viele Helden da in der Nähe sind. Einmal die Fähigkeit einsetzen, zurückswitchen auf den Schatten und dann weg mit dem Schattenschritt. Und dann könnt ihr die Helden, die sich jetzt natürlich da aufhalten müssen, weil sie sich halt für 15 Sekunden nicht bewegen können, recht schön mit euren Einheiten angreifen. Dann haben wir die Fähigkeit Flammenwand. Er umgibt sich mit noch heißeren Flammen, die 50% mehr Schaden verursachen und 20% mehr Reichweite haben. Macht trotzdem immer noch nicht viel Schaden auf gegnerische Einheiten. Zumindest meiner Meinung nach. Als letztes haben wir noch die Fähigkeit Herrscher des Feuers, mit der er eine Hitzewelle in alle Richtungen entfesselt. Getroffene verbündete Einheiten, Helden und Monster erhalten für 30 Sekunden 100% Rüstung gegen Feuerschaden. Feinde sind indes empfindlicher gegen Feuerschaden, das heißt, wenn wir Bogenschützen mit Feuerpfeilen ausgerüstet haben, dann ist sie sehr praktisch. Ansonsten, ja gut, unsere Einheiten haben halt erhöhte Rüstung gegen Feuerschaden, aber die wenigsten Völker haben noch irgendwie Feuerpfeile. Die einzigen sind Menschen und Rohan und ja gut, dagegen müssen wir dann eh andere Sachen aufziehen. So. So viel erstmal zu den normalen Helden. Jetzt kommen wir erstmal zum Spellbook, bevor wir dann an die Rüstungen und den Ringhelden rangehen. Schauen wir uns doch mal unser Spellbook an. Das ist natürlich so aufgebaut wie alle anderen auch. Ich habe diese Fähigkeit hier vergessen zu kaufen. Warum habe ich das vergessen? Hey. Einmal haben wir die Aufseher Aufseher rufen. Diese Fähigkeit habe ich euch schon zu Genüge erklärt, denke ich. Dann haben wir Saurons Auge, was, ja, es ist eine schöne Scout-Fähigkeit. Es enttarnt versteckte Einheiten und Helden im Blick des Auges, können also sammeln Erfahrung mit halber Geschwindigkeit. Normale feindliche Einheiten sammeln gar keine Erfahrung mehr und verbündete Einheiten werden indes furchtlos. Als nächstes haben wir die Fähigkeit der Schrecken von Kirit Ungol. Diese Fähigkeit spawnt einfach nur Kankra für eine gewisse Zeit. Diese hat die Fähigkeit Kankras Brut, die wir auch schon aus so einem Zweig kennen. Sie kann ihren Tunnel bauen, um irgendwo anders hinzukommen. Zack. Da hinten kommt sie wieder raus. Und sie kann ein Spinnennetz verschießen, um feindliche Einheit damit 15 Sekunden festzusetzen. Ihre Spinnenbrut macht natürlich erhöhten Gebäudeschaden und ist ebenfalls wie die normalen Spinnen, die wir rekrutieren können, gut gegen Kavallerien. Als nächstes haben wir dann die Verstärkung aus Runen. Diese Verstärkung können wir rufen, solange wir 120 freie Kommandopunkte haben. Die Verstärkung kommt immer aus dem Off hinter unserer Festung. Wenn sie mal nicht kommen sollte, nutzt einfach die Taste Q und drückt recht schnell irgendwo mit Rechtsklick auf die Karte. Weil dann hängen sie einfach nur da hinten fest. Sobald ihr das macht, schnell genug, dann kommen sie da raus. Diese Verstärkung kommt allgemein unausgerüstet, ohne schwere Rüstung, ohne geschmiedete Klingen, einfach nur mit Bannerträgern. Wie könnt ihr diese ausrüsten? Denn ihr seht, sie haben hier einen schwarzen Palantir. Das ist ganz einfach. Macht Saurons Einfluss einfach auf Sammelbanner. Ab dem Moment kommen alle Verstärkungen, sei es jetzt die aus Ruhn oder die aus Harad, direkt geupgradet, so wie ihr es eben schon gesehen habt und so wie sie hier auch stehen. Bei denen kann man es schön sehen, bei denen komischerweise nicht.
Jetzt kann man es bei denen hier sehen. Bei den normalen Ostlingen. Es kommt immer ein Bataillon Ostlinge und ein Bataillon Axtkämpfer. Ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich einfach nur in der Verteidigung. Denn es sind beides ja, Speerträger, sie machen beide erhöhten Schaden gegen Kavallerien. Für mich haben die einfach nur ein anderes Artwork. Und fertig. Als nächstes haben wir die Fähigkeit Verstärkung aus Harad. Diese funktioniert ebenfalls nur, wenn wir in dem Fall 300 freie Kommandopunkte zur Verfügung haben. Und wie ihr seht, es kommt ein Olifant und zwei Bataillone Reiter. Wie geil ist das denn? Die Reiter sind selber recht stark unterwegs. Auch diese können wir natürlich nur mit Saurons Einfluss auf dem Sammelbanner ausrüsten, genauso wie den Olifanten. Dann bekommt er halt hier seine Kriegsbemalung und, wie ihr hier auch schon sehen könnt. Und sie kommen generell auf Stufe 2. Ja, den Olifanten könnt ihr wie in so einem 2 ebenfalls mit Einheiten bemannen, zum Beispiel hier mit den Ostlingen oder den Axtkämpfern. Können wir draufhauen und fertig. Mich würde jetzt tatsächlich interessieren, was passiert dann, wenn wir Ostlinge draufhauen. Ist das jetzt einfach nur Deko oder können die von da oben auch angreifen? So, als nächste Fähigkeit haben wir einmal die Banner des Roten Auges. Die endlosen Horden Mordors sind unerschätzlich. Alle Ork-Einheiten auf der Karte werden mit Bannerträgern ausgerüstet. Das heißt, wir müssen die Bannerträger noch nicht mal wirklich kaufen. Es reicht einfach, dieses Upgrade zu, diesen Spell zu kaufen. Außerdem regenerieren alle Bataillone auf der Karte bis zu 2 gefallene Mitglieder direkt. So, da reiten wir jetzt einmal kurz mit dem Olifanten rein. Und wie wir sehen, die Ostlinge greifen nicht an. Aber wir können evakuieren und haben somit die Ostlinge recht schnell von A nach B gebracht. Oder so, keine Ahnung. Wenn ihr das mit Bogenschützen macht, ist das natürlich um einiges effektiver, weil die können von Olifanten runterschießen. So, als nächste Fähigkeit haben wir natürlich unsere Dunkelheit. Die kennen wir auch schon aus dem 2. Macht halt einen Schadens- und Rüstungsbuff gegen unsere verbündeten Einheiten und beendet sowas wie den Wolkenbruch oder ähnliche Fähigkeiten. Als nächstes haben wir noch die Fähigkeit Ruf die Horde. Die bewirkt, dass wir aus unseren Ork-Einheiten um einiges schneller rekrutiert werden. Wie ihr seht, zack, die ist schon wieder fertig, muss rauskommen, dann ist die nächste auch schon wieder ready. Kommen wir nun zu unseren 10er-Fähigkeiten. Einmal haben wir da die Fähigkeit Hammer der Unterwelt. Mit dieser können wir auf eine beliebige Belagerungswerkstätte wirken und haben dann die Möglichkeit, Gronn zu rufen. Für, ich glaube, 5000 Rohstoffe. Dieser macht halt extremen Gebäudeschaden und hält auch recht viel aus, ist aber nicht so OP wie in so einem 2. Also man kann ihn ruhig auch bauen. Vor allem, weil es halt eine 10er-Fähigkeit ist, die man sich erstmal holen muss. Für die zweite 10er-Fähigkeit brauchen wir Sauron, den Nekromanten. Und zwar können wir mit der Macht der vergangenen Zeitalter Sauron damit zu seiner alten Gestalt verhelfen. Gorthauer, den Schüler Aulis. Der hat extrem viel Leben. 7300 an der Zahl. Und einen komplett neuen Palantir und sogar mehrere von diesen. Einmal hat er die Fähigkeit Schicksalsklinge, mit der er eine 30% Zufallschance hat, einen besonders starken Schlag auszuführen, indem die Macht der Klinge freigesetzt wird. Das können wir einmal zeigen, vielleicht passiert es ja. Ja, da ist es direkt passiert und wie ihr seht, die Einheiten im Umkreis haben extrem hohen Schaden bekommen dadurch. So, dann haben wir die Fähigkeit Flammenschlag, was ja eine Feuersäule beschwört, die ist aber nicht besonders stark. Macht halt hohen Feuerschaden, aber das war es auch schon wieder. Da macht die Schicksalsklinge bei weitem mehr Schaden. Saurons Einfluss haben wir natürlich trotzdem die ganze Zeit immer noch, denn diese Fähigkeit steht einfach im Zentrum von Mordor. Ohne diese Fähigkeit kommt Mordor einfach nicht aus. Fertig, Ende. So, als letzte Fähigkeit auf Stufe 10 kann Gorthauer die Festung Toll in Gauroth beschwören. Wie ihr seht, ist das eine ganz normale Mordor-Festung aus Sum 2. Ihr habt aber drei Möglichkeiten in dieser Festung. Einmal könnt ihr Fledermäuse entfesseln, was quasi einfach nur eine kurze Scout-Fähigkeit ist.
was euch größere Sichtweite verursacht, bringt, dann habt ihr die Möglichkeit, ganz normale Upgrades zu machen. Einmal den Scheiterhaufen, der Mordor-Helden vergünstigt, den Lavagraben, der die Fähigkeit unanfälliger gegen Nahkampfschaden macht, und halt die Magma-Kessel, die sich selbst erklären sollten. Als nächstes haben wir Gorthauers Wolf. Das ist ein Wolf, 1700 Rohstoffe. Er ist nicht unbedingt stärker als die Werwölfe von Angmar. Ich würde es euch nicht empfehlen, die zu machen. Man kann es mal ausprobieren, aber unbedingt nötig ist es jetzt nicht. So, kommen wir nun zum Verwandlungspalantir. Einmal haben wir mit dem Verwandlungspalantir den Vampirruf, wodurch Sauron zum Fürst der Vampire wird. Im Prinzip wird damit einfach nur ein recht großer Vampirschwarm gerufen. Er hat damit natürlich auch neue Fähigkeiten. Einmal die Fähigkeit Blutsauger. Gorthauer und seine Vampire entziehen allen Feinden in ihrer Umgebung langsam die Lebenskraft. Das heißt, wenn wir hier jetzt über diese wackelnden Gondor-Soldaten, die wir jetzt schon ein paar Mal genutzt haben, als Test-Dummies fliegen, sollten die dauerhaft Schaden bekommen. So, gucken wir mal hin. So, da sterben auch schon die ersten. Und die, wie ihr seht, erhalten ebenfalls Schaden. Gleich sterben die. Ja, der nächste ist tot. Da stirbt einer. Und bei denen ist auch schon das halbe Bad kurz vorm Verrecken. Kann sehr praktisch sein. Als nächstes hat er die Fähigkeit, den Himmel verdunkeln. Gorthauer ruft einen weiteren Schwarm von Vampiren im Zielgebiet. Feindliche Fernkämpfer verursachen 75% weniger Schaden, solange sie unter dem Schwarm stehen. Zack, den machen wir auch einmal. Das ist ganz praktisch, wenn wir mit Gorthauer abhauen wollen. Aber ansonsten, ja, kann man eigentlich nicht meckern. Dann hat er noch die Fähigkeit auf schwarzen Schwingen, wodurch er um 25% schneller vorankommt, der gute. Wirklich bemerkbar ist es nicht, wahrscheinlich nur auf längere Zeit und wenn man es direkt aneinander kettet. Als letztes haben wir noch die Fähigkeit ewiger Durst. Die Vampire entziehen um sich herum einen Teil der Lebenskraft von ihren Opfern, das heißt, sollte Gorthauer jetzt gerade verletzt sein, hätte er sich hiermit geheilt. So, und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz warten, bis sich das hier wieder aufgeladen hat, damit wir uns wieder zurückverwandeln können. Einen Moment. Währenddessen können wir ja schön zuschauen, wie Tolin Gauroth weiterhin seine Blitze abfeuert und hier auf die braven Soldaten schießt und gleichzeitig einfach nur durch passiven Schaden die Einheiten hier draufgehen. Oh ja, hier seht ihr auch noch mal den Werwolf von Gorthauer, die halten nicht extrem viel aus, haben aber die Fähigkeit verschlingen. Verschlinge die markierte feindliche Einheit, um 30% Gesundheit zu regenerieren. Der Wolf verursacht 20 Sekunden lang 30% mehr Schaden und besitzt 30% mehr Geschwindigkeit. So, jetzt können wir uns zurückverwandeln in Gorthauer. Klicken wir mal auf den Punkt, wo wir das machen wollen. Hier. Und, achso, jetzt müssen wir nochmal kurz warten. Dann cutte ich das hier an der Stelle mal kurz raus. Weil das ist jetzt irgendwie ein bisschen unsinnig, dass ihr da auch noch warten könnt, warten müsst. Bis gleich, wenn ich euch die Werwolfsgestalt zeige. Ah. Zack.
So, nun ist es soweit. Wir können den Herrn der Werwölfe in seine Werwolfsgestalt verwandeln. Dadurch sieht er natürlich aus wie ein schwarzer Wolf, der etwas größer ist als die anderen Werwölfe, wie ihr seht. Er hat währenddessen eine passive Fähigkeit, die Klauen des Unheils. Gorthaus Klauenangriffe treffen alle Feinde in einem kleinen Umkreis, reißen aber besonders tief Wunden beim direkt attackierten Ziel. Diese Wunden bluten über 5 Sekunden nach und lassen den Feind weitere Lebenspunkte verlieren. Das heißt, wenn wir hier wen angreifen, zum Beispiel einen Helden, da könnte man es am besten sehen, machen wir nicht einfach nur Schaden, nein, wir reißen gleichzeitig auch noch Wunden auf, die noch für 5 Sekunden nachbluten. Das heißt, wenn sich unser Feind freut, yay, ich habe meinen Helden gerade so noch rausbekommen, ja, nö, der blutet noch nach und stirbt dann trotzdem zum Beispiel. Als nächste Fähigkeit haben wir dann noch die erbarmungslose Jagd. Die kann ich euch gerade nicht zeigen. Die lädt sich komischerweise gerade noch aus. Diese bewirkt, dass Gorthar kurzzeitig über Feinde hinwegtrampeln kann, ohne dabei zu verlangsamen. Ja gut, das ist halt einfach eine Überrittfähigkeit, die recht praktisch sein kann. Das heißt, er kann eine ziemliche Schneise da reinschlagen. Dann hätten wir noch den Biss des Werwolfs. Gorthauer fügt einem feindlichen Helden hohen Schaden zu und senkt seine Angriffsgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit und Aufladezeit seiner Fähigkeiten kurzzeitig um 25%. Ich weiß gerade gar nicht, kann man das auch auf normale Einheiten wirken? Nö, geht nur auf Helden. Gut, zu guter Letzt haben wir noch die Fähigkeit Blutlust. Gorthauer heult und erhöht seinen Schaden und den aller Werwölfe in seiner Nähe kurzzeitig um 50%. So, wollen wir mal kurz und dann mit den Werwölfen, die ich hier in der Zwischenzeit gemacht habe, einmal hier auf diese armen Gondolsoldaten. Schlagen wir sie nieder. Diese Fähigkeit funktioniert natürlich auch nur, wenn wir tollen Gauroth haben. Aber wenn man die Macht der vergangenen Zeit hat, sollte man Sauron dadurch inzwischen auch auf Stufe 10 bekommen haben. Daher ist es durchaus praktisch, diese Fähigkeit zu haben. So, jetzt können wir Gauroth wieder in seine normale Form zurückverwandeln. Wir ziehen uns hier vorne zurück. Und während der Wartezeit erkläre ich euch diesmal die Insignien der Ringgeister. Also wenn wir den Schattenfürsten und den dunklen Marschall zum Ringjäger erklären. Diese beiden haben währenddessen dieselben Fähigkeiten, bekommen dadurch dieselben Fähigkeiten. Einmal haben wir weiterhin die Höllenfratze, das Kreischen und die Morgelklinge, die kennen wir alle drei schon. Aber dazu haben wir jetzt auch noch die Geisterform, mit der sie über längere Zeit unverwundbar sind und selbst aber nicht angegriffen werden können. Das ist recht gut, wenn wir diesen Ringgeist retten wollen, quasi. Wie gesagt, diese Fähigkeiten haben beide genau gleich. Außerdem können beide jetzt auch noch doppelt aufsteigen. Einmal aufs Pferd und direkt danach können wir sie auf einen geflügelten Schatten schieben. Damit haben wir nur noch die Fähigkeiten Höllenfratze und Kreischen. So, danach können wir natürlich jederzeit wieder absteigen und wieder zum normalen Nazgul werden. Die anderen Rüstungen zeige ich euch gleich, sobald wir mit Gorthauer fertig sind. Denn sie beiden haben natürlich auch noch, eine andere Rüstung, mit der sie sogar individuelle Fähigkeiten bekommen. Ich gucke mal hier in den Palantir rein. Nein, sie brauchen noch die beiden, deswegen schauen wir uns nochmal Camul an. Camul mit den Insignien des Statthalters hat völlig andere Fähigkeit. Einmal hat er Camuls Präsenz. Camuls bloße Präsenz schwächt Feinde und lässt Holz verrotten. Steine brechen und Metall verrosten. Feindliche Gebäude in seiner Nähe erleiden permanent Schaden und feindliche Einheiten werden geschwächt. Das heißt, ich gehe mal hier zu einem Creep hin. Ich hoffe, das funktioniert auch auf die. Als nächstes hat er noch dauerhaft die Fähigkeit natürlich. Morgelklinge, die kennen wir von eh und je. Funktioniert genauso wie sonst auch. Auch er kann ebenfalls mit einem doppelten Aufsteigen auf eine Fellbestie aufsteigen. Das heißt, wir können insgesamt 4 Fellbestien haben, denn der Hexenkönig kann das natürlich auch. Als 10er-Fähigkeit haben wir die
Vasallen des Ringgeists, damit ruft er bis zu drei Trupps schwarze Ostlinge, was nicht heißt, dass er drei auf einmal rufen könnte. Nein, er ruft, also er kann diese Fähigkeit quasi dreimal einsetzen. So. Und wie ihr seht, Carmul läuft hier nur rum und der Creep, also die Grabunholzgruft, kriegt Schaden. Selbst die Ruine kriegt dauerhaft durch seine Anwesenheit Schaden. Als nächstes haben wir die Fähigkeit Zugriff Dol Guldurs. Dafür reite ich mal schnell zum nächsten Creep. Wo ist denn da einer? Hier oben haben wir noch einen. Mit dieser Fähigkeit entsendet Carmul die Macht Dol Guldurs gegen ein feindliches Gebäude. Das Gebäude wird für 2 Minuten außer Gefecht gesetzt und ein Schwarm von Fledermäusen aus Dol Guldur kreist über dem Gebäude und dient Carmul als Augen und Ohren. So, steig mal hier auf deine Feldbestie auf und dann nutzt diese Fähigkeit auf das Gebäude hier. So, das haben wir gleich. Denn dieses Tutorial neigt sich jetzt auch langsam dem Ende. Wir sind kurz davor, es zu komplettieren. So, wir haben es ausgewählt. Da ist jetzt der Fledermausschwarm. Er ist zwar nicht direkt über dem Gebäude, aber das ist ja scheißegal. Dieser Fledermausschwarm kann nicht angegriffen werden für diese 2 Minuten. Und wie gesagt, das Gebäude ist außer Gefecht gesetzt. Es kann keine Rohstoffe produzieren und auch keine Einheiten. So, gehen wir jetzt mal zu Anatar, dem Herrn der Geschenke. Die Lichtgestalt des von Gorthauer. In dieser Gestalt kann er weder angreifen noch angegriffen werden. Er ist also quasi friedlich. Man kann seinen Gegner sehr, sehr damit nerven. Und damit meine ich wirklich extremst damit nerven. Der Herr der Geschenke lässt falsche... Lalalala. Anatars falsche Lehren lassen feindliche Einheiten in der Nähe doppelt so schnell Erfahrung sammeln, senken aber ihre Rüstung um 25%. Also, ich finde es generell eher besser, wenn man doppelt so schnell Erfahrung sammelt. Und da finde ich den Rüstungs-Debuff ein bisschen, ja, den kann man mal vernachlässigen, wenn man genug Helden dabei hat, die einfach, die durch ihre Buffs diesen Debuff wieder ausgleichen. Als nächstes haben wir dann noch die Fähigkeit verdorbene Einflüsterungen. Feindliche Einheiten im Zielgebiet werden von Anatars Gaben geblendet. Sie kämpfen für 30 Sekunden für Anatar und erhalten für 60 Sekunden 50% mehr Angriff und Verteidigung. Das heißt, sie gehören zwar 30 Sekunden lang uns, aber danach haben sie 30 Sekunden lang länger auch noch diesen Angriffs- und Verteidigungs-Debuff. Diese Fähigkeit können wir hier mal kurz auf die Arnor-Soldaten hier nutzen. Sind von Arnor, oder? Ja, Anorien, sorry. Die Anorien-Soldaten. Währenddessen kann ich euch mal noch die Fähigkeit Waffenstillstand erklären. Mit der Fähigkeit Waffenstillstand handelt Anatar einen Waffenstillstand aus. Für 30 Sekunden kann keine Einheit und kein Held auf der Karte mehr angreifen. Feindliche Wirtschaftsgebäude produzieren in der Zeit aber 30% mehr Rüstung. Ressourcen. So, ach, das hat jetzt tatsächlich getriggert, dass da die zwei neuen Buds gespawnt sind. Also dieser Waffenstillstand ist natürlich auch wieder sehr trügerisch, wenn währenddessen unser Feind mehr Rohstoffe produziert. Als nächstes haben wir dann noch die Fähigkeit Stunde des Untergangs. Anatar lässt allen Schein fallen und beginnt seinen Sturm auf die, feindliche Festung. So, jetzt machen wir hier einmal den Waffenstillstand und wie ihr seht, zack, sie können nicht mehr angreifen, wir können nicht mehr angreifen. Gut, unsere Feinde würden jetzt halt gerade eben mehr Rohstoffe produzieren. Das können wir jetzt halt gerade nicht sehen. Dann haben wir noch die Stunde des Untergangs. Er lässt alle einen Schein fallen und beginnt seinen Sturm auf eine feindliche Festung. Alle Tore im weiten Umkreis werden geöffnet und kurzzeitig alle Wachtürme, Festungskatapulte außer Kraft gesetzt. Dafür produzieren feindliche Rekrutierungsgebäude im Umkreis für diese Zeit doppelt so schnell Truppen. Also Anatar hat zwar sehr, sehr starke Fähigkeiten, die unseren Feind auch sehr stark nerven können, aber gleichzeitig geben sie unserem Feind auch als Ausgleich recht starke Buffs, wie ich finde. Muss man natürlich sich selber entscheiden, ob es einem das wert ist.
Es kann auf jeden Fall sehr nerven, Anatar so einzusetzen, vor allem wenn Gorthauer fast tot ist und man ihn dann in dem Moment zu Anatar werden lässt. So, kommen zu guter Letzt jetzt noch zum Hexenkönig, bevor wir die Ringfunktion von Mordor angehen. Dieser kann natürlich ebenfalls doppelt aufsteigen auf seine Fellbestie, die wir auch schon aus dem Film kennen. Hat in seinen, seinen Insignien des Hexenkönigs auch noch seine Geisterform, mit der er seine Kutte abstreift und eben genauso wie die beiden anderen Nazgul in der Ringjägerform nicht angreifbar ist, selber nicht angreifen kann und damit recht gut fliehen kann. Des Weiteren hat er währenddessen immer noch die Fähigkeit Zerstörung, die behält er, die hat er auch ohne diese Gestalt, mit der können alle Spezialfähigkeiten des Ziels, also zum Beispiel von Helden, nicht genutzt werden, beziehungsweise werden halt auf gerade verwendet gesetzt. Das heißt, der Time muss erstmal wieder komplett ablaufen, was sehr praktisch sein kann, wenn ein Gandalf gerade ankommt und man damit, also Stufe 10 Gandalf, und man somit ein Wort der Macht abwenden will für längere Zeit. Dann haben wir noch die Fähigkeit Stunde des Hexenkönigs. Der Fürst von Minas Morgul hebt sein Schwert und taucht es in Flammen. Eine Druckwelle geht von ihm aus und verbrennt seine Feinde. Für eine gewisse Zeit lässt die verdorbene Magie sein Schwert weiterbrennen, wodurch er enormen Schaden verursacht und schneller zuschlägt. Diese Fähigkeit ist extremst effektiv gegen Helden. Mehr dazu muss man eigentlich nicht sagen. An der Stelle lade ich dann doch direkt auch nochmal den Spielstand, wo wir Sauron in seiner wahren Form haben. Sauron als der dunkle Herrscher. Wenn wir mit Sauron bzw. Mit dem Nekromanten oder mit Gorthauer den Ring aufnehmen, wird es erstmal dunkel um uns herum. Also der Spell Dunkelheit wird automatisch getriggert, ohne dass wir diesen triggern müssen. Die Fähigkeit Herr von Mordor hat er natürlich dauerhaft weiterhin. Dann hat er die Fähigkeit brennende Augen. Diese kennen wir ja schon aus Sum 2. Ist halt einfach nur einmal Furcht einflößen. Saurons Einfluss ist natürlich immer noch unumgänglich, die brauchen wir weiterhin. Des Weiteren hat er noch die Fähigkeit auf Stufe 10 mit Taul und Gauroth. Diese funktioniert allerdings nur, wenn wir gleichzeitig auch noch die Macht der vergangenen Zeitalter haben. Das ist, glaube ich, ein kleiner Bug, weil hier steht es tatsächlich in den Voraussetzungen gar nicht mehr drin. In der Version 3.8 war es tatsächlich in den vorherigen Versionen war es definitiv noch Voraussetzung. Da stand es auch noch dabei, hier steht es nicht mehr dabei. Aber es funktioniert trotzdem nicht, wenn wir es ohne die Macht der vergangenen Zeitalter nutzen würden. Dann haben wir die Fähigkeit verderbte Lebenskraft, wodurch Sauron sich heilt automatisch um 50%, was sehr stark ist. Wenn du dich freust, Sauron ist gleich tot, dann macht er die verderbte Lebenskraft und verpisst sich danach. Ist nicht geil. Als nächstes haben wir dann noch die Fähigkeit der Meisterring. Mit dem Meisterring können wir den Geist unserer Feinde verwirren und somit für kurze Zeit diese auf unsere Seite bringen. Das haben wir eben schon mit Anatars mit dem Herrn der Geschenke gesehen. Ist im Prinzip dasselbe, funktioniert glaube ich nur auf längere Zeit. Gut, es steht da für eine gewisse Zeit, aber und es geht auf ein recht großes Umfeld, also wenn unser Feind recht schön gesteckt ist, können wir damit einfach mal kurz seine komplette Armee übernehmen, die Helden von ihm killen und dann nur noch die normalen Einheiten mit Sauron vernichten. Dann haben wir die Macht der Maiar. Diese Fähigkeit kennen wir auch schon aus Sum 2, sie ist ein bisschen abgeschwächt. Damit lässt er halt einfach einen Regen von Brocken auf unsere Feinde niederbrennen. Dieser Regen macht recht hohen Gebäudeschaden, wie ihr seht. Und macht auch nicht schlecht Schaden gegen Einheiten und wirft diese vor allem auch währenddessen dann auch nochmal um. Zack. Wie ihr seht, Sauron macht selber natürlich auch extrem hohen Schaden. Sein Nahkampfschaden liegt bei 1342 und er hat gleichzeitig auch noch extremen Flächenschaden. Also wenn ihr Sauron töten wollt, dann mit extrem vielen Bogenschützen und ihr müsst mit diesen Bogenschützen auch dauerhaft weiter fliehen. Und ihr braucht vor allem Einheiten mit sehr hohem Leben, mit sehr hoher Verteidigung, sehr hohem Leben und sehr hohem Einzelschaden. Als nächstes haben wir dann noch die Fähigkeit Verschlingende Finsternis, mit der er einen riesigen Strudel um sich herum schafft, beziehungsweise in einem Gebiet schafft.
was Feinde eben in diesem Strudel zur Mitte zieht. Sauron kann in diesem Strudel stehen bleiben und dann weiterhin die Feinde angreifen und sie damit nach und nach töten. Feinde in diesem Strudel erhalten, während er wirkt, auch dauerhaft Schaden und werden ja einfach zum Zentrum geblasen, was sehr gut ist mit Saurons Flächenschaden. Zu guter Letzt haben wir dann noch die Fähigkeit Dunkler Wille. Wenn Sauron all seine Macht aufbietet, ist ihm niemand im Kampf gewachsen. Für kurze Zeit erhöhen sich seine Angriffskraft und seine Verteidigung gewaltig. Seine Lauf- und Angriffsgeschwindigkeit steigen um 50%. In dieser Gestalt ist Sauron die mächtigste Einheit im Spiel. Wie ihr seht, er läuft wirklich um einiges schneller. Und ja, solange das... solange diese Fähigkeit wirkt, kann ihn wirklich nichts mehr aufhalten. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem nächsten Video von mir wieder oder im nächsten Tutorial. Das nächste wird entweder über Lorien oder Isengard sein. Lasst euch überraschen. Bis dahin und tschüss.